werden mit der Milch ihrer Mütter sowie mit besonders gleich nach der Geburt kann eine Kuh gemolken werden. Die Milchkühe werden in modernen Betrieben in tiergerechten Liegeboxlaufstellen gehalten. Dort fühlen sie sich besonders wohl. Mit Bedacht auf Sauberkeit und Gesundheit werden die Kälber in einem eigenen Stall gehalten. Die Milch der ersten 5 Tage gehört ausschließlich dem Kälbchen. Sie ist gelb bis rötlich und enthält besondere Stoffe, die für den Darm und die Gesundheit des Kalbes sehr wichtig sind. Man füllt sie daher in einen eigenen Behälter. Die Kälber bekommen rund 6 bis 8 Wochen lang Milch. Dann sind sie bereits so weit, um auch Heu, Grün- und Silofutter verdauen zu können. Eine Kuh hat nach der Geburt etwa 300 Tage lang Milch. Nach dieser Zeit hört die Milchbildung wieder auf. Die Bauern sagen, die Kuh steht trocken. Meist sind die Kühe dann auch schon wieder trächtig und bereiten sich auf die nächste Geburt vor. Erst danach beginnt die Milchproduktion wieder von neuem. Wenn das Kälbchen mit dem Kopf gegen das Euter stößt, beginnt ein Hormon im Körper der Mutter mit seiner Aufgabe. Erst dadurch setzt der Wirkstoff den Milchfluss in Gang, allerdings nur für die kurze Zeit von etwa 8 bis 10 Minuten. Beim Melken wird das Saugen des Kalbes nachgeahmt. Damit am Melkstand der Milchfluss beginnt, wird das Euter von Hand angerüstet. So bezeichnet der Bauer das Reinigen, kurze Anmelken und Massieren des Euters. Die paar Spritzer Milch in den Probebecher dienen auch gleich einer ersten Kontrolle von Farbe und Aussehen. Früher wurden die Kühe in mühevoller Arbeit mit der Hand gemolken. Das ist gar nicht so einfach und erfordert einige Übung und Geschick. Heute erledigt das eine Melkmaschine. Ihre 4 Zitzenbecher werden an das gereinigte Euter angesetzt. Jede Kuh wird über eine Nummer vom Computer automatisch erfasst. Er vermerkt auch die jeweils ermolkene Milchmenge. Und die ist in 8 bis 10 Minuten abgesaugt. Übrigens, die Kühe kommen gern zum Melkstand. Das Melken tut ihnen nicht weh. Dabei soll es ruhig zugehen. Werden die Kühe erschreckt, kann das den Milchfluss bremsen. Damit die empfindlichen Zitzen nicht rissig oder wund werden, gibt es von der Bäuerin abschließend noch einen Hautbalsam. 2-mal täglich wird gemolken. Das ergibt pro Kuh und Tag etwa 20 bis 25 Liter Milch. So viel, wie in 2 solcher Kübel passt. Die Melkmaschine ist an eine Rohrleitung angeschlossen. Wij wilden ons rondleiden. Ja. Oh ja. Stierengevecht. Ja. En ondertussen, hè, als 2 stieren vechten om een koe. Gaat de derde erop. Ja, ja. En dat zo jong al in zo'n jochie zit, dat hij zo kan praten dat jij bijna al zoiets hebt van nee, je weet gewoon ontzettend veel. Ja. Dus nou, loop maar even rondje mee, dan betaal ik weer. Maar nee, nee, sowieso kan hij wel praten. Ja.
burning us. We'll be right back.
werden mit der Milch ihrer Mütter sowie mit besonderen. Gleich nach der Geburt kann eine Kuh gemolken werden. Die Milchkühe werden in modernen Betrieben in tiergerechten Liegeboxlaufstellen gehalten. Dort fühlen sie sich besonders wohl. Mit Bedacht auf Sauberkeit und Gesundheit werden die Kälber in einem eigenen Stall gehalten. Die Milch der ersten 5 Tage gehört ausschließlich dem Kälbchen. Sie ist gelb bis rötlich und enthält besondere Stoffe, die für den Darm und die Gesundheit des Kalbes sehr wichtig sind. Man füllt sie daher in einen eigenen Behälter. Die Kälber bekommen rund 6 bis 8 Wochen lang Milch. Dann sind sie bereits so weit, um auch Heu vom Computer automatisch erfasst. Er vermerkt auch die jeweils ermolkene Milchmenge. Und die ist in 8 bis 10 Minuten abgesaugt. Übrigens, die Kühe kommen gern zum Melkstand. Das Melken tut ihnen nicht weh. Dabei soll es ruhig zugehen. Werden die Kühe erschreckt, kann das den Milchfluss bremsen. Damit die empfindlichen Zitzen nicht rissig oder wund werden, gibt es von der Bäuerin abschließend noch einen Hautbalsam. 2x täglich wird gemolken. Das ergibt pro Kuh und Tag etwa 20 bis 25 Liter Milch. So viel, wie in 2 solcher Kübel passt. Die Melkmaschine ist an eine Rohrleitung angeschlossen. Silofutter verdauen zu können. Eine Kuh hat nach der Geburt etwa 300 Tage lang Milch. Nach dieser Zeit hört die Milchbildung wieder auf. Die Bauern sagen, die Kuh steht trocken. Meist sind die Kühe dann auch schon wieder trächtig und bereiten sich auf die nächste Geburt vor. Erst danach beginnt die Milchproduktion wieder von Neuem. Wenn das Kälbchen mit dem Kopf gegen das Euter stößt, beginnt ein Hormon im Körper der Mutter mit seiner Aufgabe. Erst dadurch setzt der Wirkstoff den Milchfluss in Gang, allerdings nur für die kurze Zeit von etwa 8 bis 10 Minuten. Beim Melken wird das Saugen des Kalbes nachgeahmt. Damit am Melkstand der Milchfluss beginnt, wird das Euter von Hand angerüstet. So bezeichnet der Bauer das Reinigen, kurze Anmelken und Massieren des Euters.
Die paar Spritzer Milch in den Probebecher dienen auch gleich einer ersten Kontrolle von Farbe und Aussehen. Früher wurden die Kühe in mühevoller Arbeit mit der Hand gemolken. Das ist gar nicht so einfach und erfordert einige Übung und Geschick. Heute erledigt das eine Melkmaschine. Ihre vier Zitzenbecher werden an das gereinigte Euter angesetzt. Jede Kuh wird über eine Nummer. Wij wilden ons rondleiden. Oh, ja. Stierengevecht. En ondertussen, hè, als twee stieren vechten om een koe. Gaat de derde erop. Ja, ja. Dat het zo jong al in zo'n jochie zit, dat hij zo kan praten dat jij bijna al zoiets hebt van nee, je weet wel ontzettend veel. Ja. Dus nou, loop maar even een rondje mee, dan betaal ik weer. Ja. Had je het graag gewild? Maar nee. Nee, sowieso kan hij wel praten. Ja. Thank you.